Ja, hallihallo und willkommen zurück. Wir sind ja jetzt in Stiehmeyers Fabrik gelandet, beziehungsweise in seinem Privathaus. Die Fabrik müsste sich eigentlich direkt hinter uns befinden. Und wir sind begrüßt worden von einem mürrischen alten Mann, der doch tatsächlich dem Almöhi so ein bisschen gleicht. Und seine Frau scheint schwebende Fähigkeiten zu haben, nennen wir es mal so. Ja, wir sind von einem Geist begrüßt worden hier im Haus. Und Scarlett ist ja immer noch auf der Suche nach ihrem Vater und nach der Wahrheit. Was auch immer die Wahrheit sein soll, ich habe keine Ahnung. Meint sie damit, warum hat der Vater sie abgegeben im Waisenhaus? Oder will sie einfach nur wissen, was es mit ihren Fähigkeiten zu tun hat? Denn Scarlett hat einfach mal Visionen, die uns jetzt in der Vergangenheit schon einmal geholfen haben. Und was liegt da? Sieht aus wie ein Auge, aber wir können es nicht aufnehmen. Hier haben wir auf jeden Fall sowas wie einen Bauplan für eine einfache Dampfmaschine. Ich muss den Kessel mit Wasser füllen, um die Dampfmaschine zum Arbeiten zu bringen. Wozu wir auch immer eine Dampfmaschine brauchen. So, hier fehlt auf jeden Fall... Müssen wir aufhängen. Uhr ist auch kaputt. Find das immer erstaunlich. Ja, können wir das nicht nehmen? Mal irgendwas kaputt machen? Nee. Ich finde das immer erstaunlich, ja, die Leute, ja, tolles Haus von außen und so. Und innen drin ist echt eine Bruchbude vom Feinsten. Da hätte Tine Wittler wahrscheinlich ihre helle Freude drin. Ah, sehr schön. Ja, dann reparieren wir mal. Können wir den da so ranhängen? Können wir nicht. Okay, wie kriegen wir das da ran? Nicht mit Hitze. Auch nicht mit dem Kinderalbum. Hier ist noch ein Klavier. Da ist aber ein bisschen dunkel. Oh, kein Klavier. Okay, es ist ein Schreibtisch. Und wir finden eine Kinderzeichnung. Und eine Haarnadel. Jemand hat den Schlüssel im Schloss abgebrochen. Ich kann ihn erst dann drehen, wenn ich ihn zu fassen bekomme. Ist logisch. Gut, da braucht man dann also irgendwie sowas wie eine Zange. Ich mach mal die Kinderzeichnung hier rein. Iris. Wer ist denn Iris? Iris, das könnte Stiehmeyers Tochter sein. Okay. So, hier mal eine Haarnadel. Irgendwo war doch ein Schloss. Draußen, glaube ich. Ja. Okay, wir brauchen einen zweiten Dietrich. Bisschen verwirrend ohne Zeiger hier. Handschuhe. Die nehmen wir am besten für die Schärfe. Nee, die war doch hier bei der Uhr. Okay, was haben wir bekommen? Ein Gewehrhalterschlüssel. Und ein Vorhängeschloss. Gewehrhalterschlüssel. Ja, wahrscheinlich nicht. Moment, das Schloss könnte man doch vielleicht für den Kronleuchter verwenden. Ja, sah jetzt nicht so aus, als ob das richtig verbunden ist, aber egal. Wir können erstmal hinein ins Esszimmer. My father was here long ago. I should use my psychic abilities. Ja, das machen wir mal. I have a vision. But it's unclear. Oh, I must focus. Habe eine Vision, aber sie ist unklar. Ich muss mich echt konzentrieren. Ich sitze hier wirklich mit meinen Händen am Kopf und vertausche jetzt erstmal die Stücke der Vergangenheit. Haben wir ja schon mal gemacht. Ah, nee, haben wir nicht. Wir haben sie nur geschoben. Gedreht. Oh, das hasse ich immer, wenn man was in der Hand hat. Du kannst doch dahin.
da ist das richtig. Farbe hat sich geändert. Macht eigentlich auch mehr Sinn. Nee, warte mal. Nee. I should check those antlers. Okay, es gibt einen geheimen Raum. Und eine schwarze Dame. Wer mag sie sein? Vielleicht ist es unsere Mutter. Diese Vase ist kaputt. Wenn ich etwas Kleber hätte, könnte ich sie reparieren. Ist auch immer mein Ansinnen, wenn ich in andere Häuser komme. Erstmal kaputte Gegenstände reparieren. Was haben wir denn hier? Noch eine Kinderzeichnung. Und können wir hier was anzünden? Nö, können wir nicht. Baron Stiemeier mit seiner Frau Bridget und ihrer kleinen Tochter Iris. Komischerweise hat er Nee. Entschuldigung, ich dachte gerade, irgendwie er hat der Figur eh nicht gesehen, die das Kind ins Waisenhaus gebracht hat, aber... So, hier fehlen einige Geweihe oder Einhorn fehlt und dann muss man es wahrscheinlich hier noch umtauschen. Ich mach mal die Zeichnung hier rein. Okay. Also ein Kind ist in den Wolken. Die Eltern scheinen hier irgendwie... eine Maske zu tragen. Vielleicht war das Kind im Krankenhaus oder so. Wer ist die Frau auf der Wolke? Ihre Mutter? Könnte auch sein. Nee, da waren wir gerade. Okay, damit haben wir es gewonnen. Bringe die Hörner an die richtigen Geweih an. Ja, Lässt sich auf den ersten Blick auch gleich erkennen. Guck mal, das ist schon mal richtig. Das ist auch richtig, dieses verkumpelte Ding. Ich habe nicht aufgepasst. Den. Weil sie ja immer lässt grüßen. Juhu, ich bin auf einer Reihe und ich wäre verloren gewesen. The room is opening. What secrets does it hold?
So, noch ein Raum. Welche Geheimnisse mag er wohl enthalten? Ein Kinderzimmer. Es muss Diemayas Tochter gehören. Ja, und so aufgeräumt und so gemütlich. Dieser Ort ist voll von Sachen. Wenn ich nur wüsste, was für das Kind wichtig war, das hier lebte. Müssen wir doch tatsächlich mal den hier nehmen. Ich sehe ein Zimmer in der Villa. Etwas ist dort versteckt. Wo denn? Habe ich jetzt nicht gerade gefunden. Ich glaube, ich muss nochmal. Sehe ein Zimmer in der Villa. Etwas ist dort versteckt. Das kann ja nur ein Puppenhaus eigentlich sein. Oh, ich bin wieder draußen. Gibt es hier überhaupt ein Puppenhaus? Da unten vielleicht. Aber so ein richtiges Puppenhaus kann ich nicht erkennen. Na, nochmal hier. Komme ich wieder raus? Okay. Da oben schon wieder Geisterköppe. Ja, sobald ich klicke, komme ich hier wieder raus. Nochmal. Kann nur hier irgendwie sein mit den Puppen. Nochmal. Kinderalbum. Ah, dafür sind die da. Das soll ein Wimmelbild sein. Sehr witzig. Dafür brauchte ich jetzt eigentlich keine Vision. Fehlt dir noch den Apfel haben wir schon, das Haus haben wir schon. Und die Mutter haben wir schon. Ja. Ach, so viel Gerümpel in einem Kinderzimmer. Das ist ja mal unglaublich. Was haben wir denn hier noch? Eine Lokomotive fehlt noch, die Uhr. Der Stock. So eine komische Tasche. Da ist der Stock. Okay, jetzt das Kinderwagenbaby. Oder das Baby im Kinderwagen. Nee, das haben wir schon. Die Tasche fehlt nur noch. Und die. Immer noch. Ah ja, jetzt haben wir jetzt alles? Nee, eine Wolke fehlt noch. Eine Wolke. Oh, war eine Haarschleife. Objekt gefunden, Plätzchendose. Okay. The doll was given to Iris by my father. He uses an elevator. I think he lived in a room on the top floor. Hey, was ist denn das für eine komische Geschichte? Dass der Vater mit in dem Haus wohnte. Und da ein Mädchen wohnte, aber wir mussten dann irgendwie auswandern. Ach, warte mal, wir wollten ja irgendwas aufsammeln. Kohle. Okay. Kann man irgendwo anders nochmal Feuer machen. Ist immer sehr wichtig. Sägespäne, Puppe, Zange.
Damit können wir noch nicht zusammenkleben. Da kann ich nicht mehr ran. Kronleuchter hat auch nichts mehr. Im Zimmer müssen wir auch nicht mehr rein. Gehen wir mal zum Aufzug. Stimmt, hier kann ich ja noch aufdrehen. Und, wir haben Kleber? Wir haben Kleber. Will ich mal die schöne Vase reparieren. Mhm. Ja. Ich glaube, so schön wird die Vase nicht. Kling. So, dann mache ich mal nach unten weiter. Ach, geht gar nicht. Tatsächlich. Und das letzte Teil. Vase sieht aus wie ein Topf, irgendwie wie so ein Kessel. Egal, wir haben auf jeden Fall die Schüssel, ist es jetzt, okay. Ich nehme mal an, wir müssen irgendwo Feuer machen. Wahrscheinlich in der Dampfmaschine. Vielleicht um den Fahrstuhl zu bedienen. Nein, wir brauchen Wasser. Gib mir mein Wasser. I warned you. Leave my property at once. Come on, work. You leave me no other choice. I can't let her go. Who? Calm down, I can help you. You can't. Her fate is cursed, just like your father's. Oh oh. Dann will ich mal gucken, dass wir hier rauskommen. Finde die Kletterpunkte. Mal hier auch festhalten. Ne, hier. Okay, dann nicht. Thank you.
Baronet is mad, and now I'm trapped on the top floor. But I'm still alive, and I can still find my father. I think he lived in this room during his stay in the residence. Okay, wir sollen Vaters Zimmer untersuchen. Also ja, ich bin da ein bisschen verwirrt drüber, dass der Vater bei dem Baron mitgewohnt hat. Also es ist ja eigentlich... Ich sammle erstmal das gute Silber ein. Noch mehr? Nee. Oh, hier fehlt ein Rad. Der Wagen hat ein Rad ab. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Und schauen in der nächsten Folge wieder rein. Untersuchen das Zimmer des Vaters. Und ich hoffe wirklich, wir finden ihn nicht mumifiziert im Bett. Wäre auch nicht so schön. Gerade als Tochter möchte man sowas ja nicht sehen. Ja, dann danke ich vielmals fürs Zuschauen. Und sage bis dahin. Tschüss.